Hi, ich bin Alex, 21 Jahre alt, studiere im vierten Semester Medienmanagement an der Hochschule Mittweida. Genau an dieser Stelle hat mein Studium begonnen. Hier geht's zum Campus. Und das Beste, dieser befindet sich mitten in der Stadt. Was die Hochschule noch so besonders macht, das zeige ich dir in einer kleinen Tour. Komm mit! Neben Medien kannst du hier Technik, Wirtschaft, soziale Arbeit oder Naturwissenschaften studieren. Aber egal für was du dich am Ende entscheidest, während des Studiums kannst du immer, egal wo, das alles bereits in die Praxis umsetzen. Hinter mir ist das Haus der Maschinenbauer. Die Maschinenbaustudenten konstruieren zum Beispiel gerade diesen Rennwagen. Die BWL-Studenten haben das nötige Kleingeld dafür besorgt. Die Medienstudenten kümmern sich um Web- und Social-Media-Aktivitäten. Und bald fährt der Rennwagen sogar elektrisch. Dafür sind unsere E-Technik-Studenten zuständig. Solche fakultätsübergreifende Projekte machen an dieser Hochschule am meisten Spaß. Ich würde sagen, schmeiß die Kiste mal an. Bei der Biotechnologie stehen Forschung und Lehre eng beieinander. Jede Gruppe besteht dabei aus maximal 4 Personen, das heißt, jeder kann selbst Hand anlegen und eigenständig experimentieren. Du profitierst dabei von dem Know-how auf dem Campus und der Zusammenarbeit mit Forschern aus ganz Europa. Wir haben den Campus der kurzen Wege. Das heißt, du benötigst nicht mal ein Fahrrad und kannst bereits zu Fuß alle Gebäude der Hochschule innerhalb von 10 Minuten erreichen. Egal ob Hochschulsport oder das Radio Mittweida, die gerade wieder ein Interview durchführen. Hier ist alles möglich. Es heißt mitmachen, engagieren und richtig viel Spaß haben. Neben dem Studium muss natürlich auch entspannt werden. Für eine Auszeit ist der Park hier am Schwanenteich perfekt geeignet. Ob im Biergarten oder auf der Wiese, hier findest du alles, was du für einen schönen Nachmittag gebrauchen kannst. Und wenn du mal komplett deine Ruhe haben willst, dann musst du herkommen, wenn die anderen gerade Vorlesung haben. Mensa und Bibliothek befinden sich bei uns unter einem Dach. Genau davor verkaufen die Kollegen vom Campus Festival gerade wieder ihre Karten für das kommende Mega-Musikevent, das sie selbst auf die Beine stellen. Um auf die Berufswelt perfekt vorbereitet zu sein, werden immer wieder Fachleute aus der Wirtschaft an die Hochschule geholt, damit wir aus erster Quelle erfahren, was in der jeweiligen Branche gerade so abgeht. Gutes Beispiel dafür ist das Medienforum Mittweida. Wir Medienleute teilen uns dieses wunderschöne Gebäude mit der sozialen Arbeit. Das Haus ist nagelneu, hat eine hochmoderne Ausstattung und vor allem auch viel Raum, in dem wir uns richtig austoben können. Fernsehsender sind neidisch auf uns, denn in diesem Studio haben wir wirklich alles, was das Herz begehrt. Hier kann professionell produziert werden, von der kleinen Nachrichtensendung bis hin zur großen Unterhaltungsshow. Hier ist alles möglich und vielleicht hast du ja auch mal Lust, das bald selbst zu moderieren. Und so sieht das Schmuckkästchen von außen aus. Hier oben baut die Hochschule bereits an dem nächsten Projekt, an dem neuen Laserinstitut für Forschung auf höchstem Niveau. Falls dir meine kleine Tour gefallen hat und du Bock hast, einmal das Ganze live zu erleben, dann komm einfach vorbei. Ich gebe dir ein Bierchen aus, freue mich auf dich. Bis bald.